Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man diese leckeren Hamsterkekse backt. Und nun auf zum Video. Stellt euch die Zutaten vor. Ich habe hier zum Beispiel Basilikum. Ihr könnt das für aber auch Kräuter nehmen, die eure Hamster gerne mögen. Dann habe ich hier eine Karotte. Ein Ei natürlich. Dann Erdnüsse. Haferflocken und das war es eigentlich schon, was wir brauchen. Ich habe noch eine Raspel und eine Ausstandsform. Als erstes nehmt ihr die Schüssel, sollte ganz sauber sein, und schlagt das Ei auf. Also ihr trennt das Ei, bei mir ist jetzt ein dummer Fehler passiert. Ich habe das Ei komisch aufgeschlagen und dann konnte ich das Ei nicht richtig trennen. Deswegen habe ich einfach die Finger genommen, um es zu trennen, weil ja, das passiert mal. Ja, ich zeige euch dann ab und zu auch mal ein paar Bilder und Videos von Mononoke, weil es wurde sich auch gewünscht unter einem Kommentar. Und das werde ich euch natürlich auch erfüllen. So, ich habe das Ei dann weggenommen. Das könnt ihr auch zum Andersbacken oder so nehmen. Ich habe das Eiweiß habe ich natürlich geschlagen, dass es komplett steif war. Und ja, wenn das steif genug ist, nehmt ihr die Haferflocken und rührt sie unter. Dass eine schöne Konsistenz entsteht. Also es soll noch so ein bisschen fluffig sein, dass die Erdnüsse sich damit verbinden können. Natürlich könnt ihr auch andere Nüsse nehmen, wie Haselnüsse. Aber ihr solltet aufpassen, was für eine Nussart, weil ja, es gibt auch Nüsse, die nicht sehr gut für die Hamster sind. Zum Beispiel Mandeln, weil da zu viel Blausäure drin ist. Oder ja, mehr habe ich gerade nicht im Kopf. Aber ihr solltet euch vorher informieren, was für eine Nussart ihr benutzt. Nur wenn dann der Teig richtig schön gerührt ist und so eine schöne Festigkeit hat, dass ihr den in die Hand nehmen könnt, dann könnt ihr die Ausstandsform nehmen und drückt den Teig da so rein, dass er halt richtig fest ist, die Luft draußen ist und ja, so wie ich es da gerade mache. Also schön reindrücken, die Luft raus. Für mehr Hamster-Tipps und so könnt ihr auch mir auf Instagram folgen unter meiner zweiten Seite Hamsterbacken, ja mit A. Und da sind auch Bilder von Mononoke und auch Hamster-Tipps. So, dann habe ich das fertig. Ich habe die Karotte genommen, habe da die, also ich habe Basilikum geschnitten und raspel noch die Karotte rein. Ja, da muss ja am besten noch ein bisschen Haferflocken hinzufügen, sonst wird der Teig ein bisschen matschig. Und ja, das wollte ich nur so sagen. Ja, dann solltet ihr vielleicht ein bisschen weniger Teig nehmen, also Teig in die Ausstandsform reinstanzen oder reindrücken, damit, weil durch die Flüssigkeit des Gemüses und der Kräuter braucht es sonst länger zum Backen und so trocknet das halt schneller aus. Und nicht, dass sie dann irgendwie schimmeln oder so oder die einen Kekse brennen an oder so, aber ihr könnt aussuchen, was ihr nehmt. Das Ganze kommt in den Ofen für 100 Grad, 20 bis 30 Minuten, wie ihr gerade gesehen habt. Und ja, wenn sie fertig sind, dann sieht es in etwa so aus. Und ja, dann könnt ihr es noch in ein Glas tun oder in einer Dose. Ein Hamster geben. Mononoke schmeckt. Vielleicht schmeckt es euren Hamstern auch. Ihr könnt mir unter Hashtag Hamsterbacken noch was schicken, falls ihr das mal nachmachen solltet auf Instagram. Und ja, dann bedanke ich mich für das Video. Danke fürs Zusehen. Mehr gibt es, wie gesagt. Also, ich habe noch alles verlinkt unten. Und danke fürs Zuschauen. Mononoke bedankt sich auch. Und